Hallo meine Lieben und willkommen zu meiner neuen Rezension. Dieses Mal geht es um das Buch Memory Game, Erinnern ist tödlich von Felicia Yap. Es ist im Penhaligon Verlag erschienen, kostet 14,99 € und hat 448 Seiten. In Claires Welt gibt es zwei Arten von Menschen, solche, die wie sie sind und sich nur an die Ereignisse der vorangegangenen Tage erinnern können und solche wie ihren Ehemann Mark, deren Gedächtnis 2 Tage zurückreicht. Claire hat nur eine Verbindung zu ihrer Vergangenheit, ihr Tagebuch. Was sie nicht rechtzeitig aufschreibt, geht für immer verloren. Eines Morgens steht die Polizei vor Claires Tür. Die Leiche einer Frau wurde im Fluss gefunden. Nach Aussage der Beamten war sie Marks Geliebte und er wird des Mordes verdächtigt. Sagt die Polizei die Wahrheit? Kann Claire ihrem Ehemann vertrauen und vor allem, kann sie sich selbst vertrauen? Ich habe das Buch damals geholt, weil mir der Klappentext so gefallen hat und ja, leider wurde ich von der Handlung ein wenig enttäuscht, da ich finde, die wurde nicht ausreichend ausgearbeitet. Der Schreibstil war so, ja, ganz in Ordnung eigentlich. Vielleicht werde ich nochmal was von Felicia Japp lesen, falls nochmal was erscheinen sollte. Und vielleicht wird dieses dann mich mehr überzeugen als dieses Buch.